Heute. Heute, Freunde, um 22.24 Uhr haben wir die Überquerung der Sonne über den Äquator nach Norden. Also die Sonne steht da über dem Äquator und wandert dann nach Norden. Die sogenannte Tag- und Nachtgleiche, der kalendarische oder astronomische Frühlingsanfang. Von jetzt an werden die Tage länger sein als die Nächte. Wir haben das sonnigste oder hellste halbe Jahr vor uns und die Dunkelheit hinter uns. Und die Sonne steigt jetzt auf bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang. Grüße Sie und grüße euch. Und wir machen eine kurze Reise. Die Sonne reist ja eh durch unser schönes Mitteleuropa. Wir beginnen im Vogtland beim Andi, gehen in die Schweiz zum Frank, auch malerisch wunderschön. Dann an die Ostsee zum Ole hier. Wieder zurück in den Süden, nach Neustrelitz. Da hat die Elisa dieses Foto, diesen Schnappschuss eingefangen mit dieser Gewitterwolke, eine Schauerwolke beim Robin in der Nähe von Paderborn und dann der Regenbogen hier in der Nähe von Bamberg im Steigerwald mit einem Gewitter vorher oder einem Schauer, wo es auch, natürlich ein Gewitter, da ist ja der Blitz dabei, wo es vorher kleinen Hagel und Regen gegeben hat. Der Felix hat auch wieder eine Schauerwolke eingefangen, hier so richtig schön mit den Fallstreifen runter. Beim Christian gab es Nebel und beim Fritz diese wunderbaren Farben der Sonne. Und wir haben noch ein Foto mit Farben aus Thüringen mit den Krokussen. Ein Bild des März. Ist ja jetzt deutlich wärmer geworden und wenn mal die Sonne rauskommt, da freut sich die Natur wie Bolle. Und noch etwas hat der März hinter sich gebracht. Bisher nämlich viel Niederschlag. Und so haben wir hier an der Oder ein Oderhochwasser. Ein traumhaft schönes Bild vom Henry. Und das nehmen wir als Hintergrundbild, um nach vorne zu schauen, und zwar mit den Ensembles. Wir beginnen im Norden mit dem amerikanischen GFS-Modell. Die Linie kennt ihr, rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in bunt finden. Unten sind die Niederschlagssignale. Und was sagt uns dieses Ensemble? Es ist erst leicht zu mild, dann durchschnittlich, hinten raus im Norden wohlgemerkt, eher unterdurchschnittlich und nass. Das ist das amerikanische Modell, das europäische ECMWF-Modell macht da größtenteils mit. Jetzt ziehen wir noch ein paar Hilfslinien ein. Die gelbe Linie hier, das ist so richtiges Frühlingswetter. Da sind nicht mehr so viele Läufe dabei, zumindest im Norden. Diese blaue Linie ist so ein nasskaltes Wetter mit Schnee im Bergland und diese dunkelblaue lila Linie hier heißt Schnee nochmal bis ganz runter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal Schnee bekommen, ist gegeben. Und die Niederschläge bleiben ja sowieso da. Wir switchen auf den Süden. Da sind die Linien ein bisschen weiter unten und die minus 10 Grad Isotherme wird hier nur noch leicht tangiert, die minus 5 Grad eher. Das Land liegt aber höher. Das heißt, da brauchen wir nicht unbedingt minus 10 Grad, dass es schneit. Dafür sind hier mehr Läufe im Frühlingsbereich dabei. Und auch jetzt zu Beginn, in der ersten Woche, haben wir hier weit überdurchschnittliche, dann durchschnittliche Temperaturen taumelnderweise. Und das amerikanische GFS-Modell macht das auch so ebenfalls mit den Niederschlägen. Der Hauptlauf, der hier in hellgrün abgebildet ist, war zum Beispiel im Nullerlauf gestern früh ganz weit unten und hatte noch Schnee gebracht. Da gehen wir gleich ganz kurz drauf ein. Das ist die aktuelle Berechnung der Modelle, was die Niederschläge der nächsten 10 Tage angeht. Nach dem europäischen ECMWF-Modell sollen 20 bis 75 Liter fallen. Nach dem amerikanischen GFS-Modell 15 bis 65. Das ist übrigens der trockenste Lauf, der aktuell ist, der letzten vier Läufe. Und bis zum 4. April sollen 20 bis 120 Liter auf den Quadratmeter runterkommen. Das meiste wie auch hier im westlichen Alpenbogen, wo wir es gut gebrauchen können. Da hat es eh die wenigsten Niederschläge bisher gegeben. Jetzt gehen wir mal auf den niederschlagsreichsten Lauf ein. Der war nämlich ein paar Läufe davor, der sogenannte Nuller von gestern. Der brachte im Süden Deutschlands und im Alpenraum jede Menge Niederschlag, 45 bis 205 Liter in Deutschland. Und der hat nicht nur alles als Regen gebracht, er war auch sehr kalt und hätte das an Schneedecke am 3. April morgens gebracht. Im gesamten süddeutschen Raum eine Schneedecke, vor allen Dingen in den Alpen. Das soll jetzt nicht so kommen, um Gottes Willen, das ist nur zur Kenntnisnahme. Das würde bedeuten, wenn einer der kalten Läufe, die eben unter diese blau-lila Linie gegangen wären, dann würde das Ganze so aussehen. Wie sah es gestern aus in Sachen Niederschlag? Da haben uns die Modelle ein bisschen Streich gespielt. Es war im Südosten Regen berechnet und zwar von allen Modellen.
Und der kam erst später an oder gar nicht. Drum hatten wir die Niederschläge eher weiter westlich. Und in der Summe sind 1,8 Liter zustande gekommen. In Sachen Sonne war nicht so viel los. Im Norden und Nordosten ein bisschen was. Wir sind, was den Niederschlag angeht, im März bei 85% plus X jetzt angelangt, ohne gestern. Und bei der Sonne bei 55%. Und in Sachen Niederschlag kommt ja noch einiges dazu. Die Tiefstwerte gestern, Mühldorf minus 0,3 Grad und Frankfurt hatte 9,6 Grad, also gerundet 10 Grad. Die Höchstwerte 10 Grad im oberen Erzgebirge und auf der Nordsee 18,5 Grad an der Ostsee. Es gab einen Wert, also gerundet mit 19 Grad, weil wir gesagt hatten, östlich der Elbe erreichen die Höchstwerte bis zu 18 Grad. Jetzt war ein 18,5 Grad dabei. So geht's weiter. Wir sind immer noch im milden Bereich. Im Vorfeld dieses Tiefs kommt milde Luft herangezogen. Die etwas kühlere wird wieder verschwinden, aber das Ganze ist sehr wolkenreich. Wir sind sehr nah an der 552er, die am Freitag dann diagonal über Deutschland liegt. Bedeutet, da sind wir an der Grenze zum Tiefdruck in der Höhe und dem Hochdruck in der Höhe. Der Süden ist auf der milden, der Norden auf der kühleren Seite. Dazu kommt noch Isobarendrängung, die liniengleichen Luftdrucks. Je enger die liegen, desto windiger ist es. Die Temperaturen im Süden mild, im Norden einigermaßen kühl. Und dann sollte es, das zeigen viele Modellberechnungen, zumindest dann in der nächsten Woche mal einen Streifschuss in Sachen Kälte geben, dass die Temperaturen zurückgehen. Jetzt habe ich die Karte hier irgendwie nicht. Die Werte in 1500 Meter Höhe liegen dann im Norden Deutschlands bei minus 5, in Südskandinavien bei minus 10 und im Süden bei 0 Grad, Tendenz fallend. Aber das ist nicht so wichtig. Schauen wir uns dann im Laufe des Tages nochmal an. Der heutige Montag, der kalendarische Frühlingsanfang, bringt dem Nordwesten später Regen, sonst ziehen die letzten Schauer ab, die Wolken lockern später auf. Der große Wurf wird es nicht werden. Der Wind ist im Süden relativ schwach, im Norden lebhaft, Höchstwerte 9 bis 15 an der See, 8 und im Südosten Österreichs bis zu 17 Grad. Der morgige Dienstag beginnt mit so einem Wolkenklotz samt Regen von den Niederlanden bis nach Niederbayern. Im Laufe des Tages zieht das ab. Zumindest südlich von Main und Mosel wird sich vorübergehend häufiger die Sonne durchsetzen. Im Norden beginnt es dann wieder zu regnen. Dahinter lockern die Wolken auf. Hier wird es windig werden. Die Höchstwerte erreichen im Norden 8 bis 14, im Süden 12 bis 18, im Südosten Österreichs bis zu 20 Grad. Am Mittwoch kommt die nächste Wolkenfront herangezogen von Nordwesten her. Der Regen intensiviert sich. Davor bleibt es im Süden noch schön bis zum frühen Nachmittag. Am späteren Nachmittag beginnt es dann auch hier zuzuziehen. Der Wind weht stark, zunehmend stürmisch aus südwestlichen Richtungen. Bei Höchstwerten in dem Regen von 7 bis 13, davor von 14 bis 20 Grad. Der Donnerstag, ein sehr unruhiger Tag, der Welttag der Meteorologie. Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch. Die eine Regenfront zieht nach Osten ab. Die nächste kommt herangezogen, dazwischen eben viel Unruhe. Am freundlichsten ist es auf der Nordsee und auf der Alpen-Südseite. Starker bis stürmischer Wind und Höchstwerte auf der Nordsee 9, im Südosten Österreichs bis zu 20 Grad. Am Freitag bleibt es beim ruppigen Wind. Immer wieder kommt es zu Schauern und Gewittern. Ein Regengebiet wird sich von der Schweiz über den Nordwesten Österreichs und den Süden Bayerns dann Richtung Böhmen ziehen. Südlich davon noch Sonnenschein bei bis zu 22 Grad, im Regen 9 Grad, an der See 9 Grad und eben windig. Am Samstag bleibt es beim Wind. Die alten Schauer ziehen ab, die neuen kommen herangezogen. Dazwischen wird es ein bisschen ruhiger mit Windsprung. Erst Nordwest, dann wieder Südwestwind, 10 bis 17 Grad im groben Schnitt, kühler an der See, wärmer, gehen wir auf die andere Seite hier im Osten Österreichs bis zu 20 Grad. Und wahrscheinlich wird dann am Sonntag die Polarluft anklopfen mit Schauern und Gewittern, später teils mit Graupel. Bei 7 bis 15 Grad im Osten Österreichs sind es nochmal bis zu 18 Grad. Das ist also eine ganze Menge los und das wird danach auch so weitergehen. Wenn wir uns die Ensembles anschauen, hier für den Norden Deutschlands, 2 Meter Temperaturen, Niederschläge und was theoretisch dieser Niederschläge mit den kälteren Läufen als Schnee runterkäme, sehen wir hier erst einmal noch die milde Woche, die wir jetzt haben, ziemlich nass. Die nächste Woche dann ebenfalls nass, aber mit den zwei Clustern, dem milden und dem kalten. Der kalte würde Schnee bringen. Im Westen ein ähnliches Spiel, ein hoher Temperaturbogen für Mitte, Ende März zu mild. Hinten raus ein bisschen kälter, nass die ganze Zeit, hinten raus ein paar Schneesignale. In der Mitte ein ähnliches Bild, da ist es ein bisschen markanter sowieso. Hier ist sehr mild, in der nächsten Woche dann etwas kühler oder kälter mit weiteren Niederschlägen, teils als Schnee. Im Osten auch es wärme, dann kühle mit weiteren Niederschlägen.
kommt auch in die Oder rein. Die wird dann jetzt ein bisschen runtergehen mit dem Pegel und dann wieder ansteigen, gilt auch für den Rhein. Und dazu sind einige Niederschlagssignale als Schnee dabei. Zu guter Letzt der Blick in den Süden, sehr milde Temperaturen. Und der Süden ist die einzige Region, die jetzt in den nächsten Tagen vorübergehend mal keine Niederschläge bekommen. Dann ist es hier auch durchgehend nass. Und dadurch, dass wir hier höher sind und in der nächsten Woche Polarluft mit ins Spiel kommt, mit den kälteren Läufen, die auch auf unter 0 Grad gehen, haben wir entsprechend hohe Schneesignale hier.